Moin, meine Lieben, und herzlich willkommen zur neuen Folge von Sons of the Forest. Hoi. Ah, ich kann da was reintun. Hast du anscheinend schon gepflückt? Dann tun wir. Jetzt habe ich Weidenröschen. Ach, scheiß drauf. Nasch. Oh, wir haben wieder Na. Bosse. Wir haben wieder Gegner da. Mann. Okay. Schaffst du schon, oder? Weiß ich nicht, ich habe keine Rüstung mehr, wenn er mich einmal kickt, Sind ist weg, es aber ich probiere es mal mit dem Speer, schauen wir mal. diese fetten roten Typis wieder? Oder Ja, der mit what der the Keule? fuck? Einfach stehen. Kleiner Motherfucker. Ey, was für eine S. Oh shit! Ach Mann! Boah, der regt mich so auf, die Gegner, ey. Fick die Henne, ey. Ah, so ein Typ ist es. Nein, nicht als halt. Oh, lol. Alle. Noch Beschlüsse hätte ich es echt nicht timen können, oder? Ja, das geht mir die ganze Zeit so. Immer. Zu 90% geht es mir bei denen so. Er schaut nicht her und davor beschlägt er mich. Oh, sehr schön. Boah! Niedrige Medizin. Finde Gesundheit. Okay. Medizin. Scheiße. Weg da! Ja, zeig noch auf den Gegner, ich sehe ihn. Oh, ich bin tot. Okay, irgendwie habe ich es gerade nicht so richtig hinbekommen vom Oh, Timing Scheiße. irgendwie. Der nicht. Der rennt hinterher, kann das sein? Kann sein. Ist mein Speer? Ich mein Speer wieder? Ja, ich mein Speer wieder. Schau mich nicht so an. Ah, er hat mich gekickt. Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Leck mich doch fett. Lauf, Schlamm. Keks, lauf. Ah, oh, ich habe ihn gekillt. Nice. Oder mit den Ding ist ganz geil eigentlich hier mit Wurfspeere, weil dann wird ja direkt angezeigt, wo du triffst, ne? Du musst halt nur erwischen, damit er sich nicht genau in der Sekunde bewegt. Das ist halt dann ein bisschen lästig. Kann ich die Dinger wieder hinmachen, die du da entfernt hast, damit ich hier meinen Boden wieder machen kann? Ach, Scheiße, Mist. Habe ich Fehler gemacht. Ja, wir haben jetzt viel zu viele Halbe, weil ich jetzt aus Versehen hier Halben reingemacht habe. Man kann Lagerfeuer draus machen. Lagerfeuer. Feuerholz meine ich. Dann tue ich unten die ganzen Stämme wieder reinbollern, oder? Sonst kannst du das hier nicht ändern. Hätte ich jetzt nicht zwei in der Hand. Nee, also das ist, ja, was heißt, oder auch einfach nur so ein NPC. Kelvin ist auch ein NPC. Aber ja, es ist theoretisch sowas wie der Kelvin. Nur es ist eine Eingeborene, also die hat, ich glaube, ist es halt drei Arme, glaube ich, und drei Beine. Und so wie ich denke, kann die für uns kämpfen, wenn wir da eine Waffe geben. Aber wir haben ja noch keine Waffe gefunden. Man kann mit der handeln und da kann Naja, man denen jetzt handeln. so Zeug so geben. Also wir haben es ja auch mit so einem GPS-Sender schon ausgestattet, dass wir irgendwie wissen, wo es ist. Also und Waffen kann man auch noch ihr geben. Also da ist zumindest so ein bisschen ausgegraut. Also mal schauen, was man da so machen kann dann mit der. Sie bringt auch ab und zu mal irgendwie Essen und so. Also die ist eigentlich ganz nett. Einfach nochmal so ein nices Gimmick eigentlich, muss ich zugeben. Ja. Das kann ja nicht sein. Dreh halt diesen scheiß Kackpfeil um. Ich kapier's einfach nicht. Ah, drück R. Lol. Moment. Ich muss Ja. es hier ganz kurz ausprobieren jetzt hier. Ja, drück R. Kann ich jetzt hier?
Kann ich jetzt hier? Ne, hier kann ich nicht R drücken. Hier, das ist leider nicht. Ja, weil hier der Balken, glaube ich, fehlt. Deswegen. Ja, hier kann man keinen Balken mehr bauen, leider. Ja. Ne, dann muss man es leider so bauen. Ja, okay. Nein. Aber hier kann ich auch kein Ding drehen. Hier kann ich aber auch nicht R drücken. Achso. Ne. Warte kurz. Jetzt muss ich es doch nochmal ausprobieren. Warte kurz. Nee, geht wirklich nicht. Ja, weil der Ding fehlt. Dann müssen wir alles so bauen. ID, au. Achso, da fehlen jetzt immer die Balken. Man wird die alles schon weggerotzt. Nee, ich hab's hier hingebaut. Nee, die Querbalken, nicht die stehenden, sondern die Querdinger, die fehlen. Die fehlen. Die anderen, die sind egal, die kannst du weglassen, glaube ich. Meinst du? Jetzt geht's nicht mehr. Kann ich sie nicht mehr wegbauen. Da fehlt ein Querbalken. Querbalken, ich dachte, ich muss die Querbalken. Geh mal weg da. Geh mal weg kannst da. Von unten kannst du das ganz gut machen. Ich brauch's nicht hochrennen dafür. Aber nicht spalten. Ah, genau, perfekt. Ja, gut, das klingt ganz nice. Ist, glaube ich, auch ganz nice. Ist ein cooles Gimmick, dass die Frau da ist. Virgin, glaube ich, heißt sie, oder Virginia oder so. Ja. Aber bis jetzt, sage ich mal, war es ja für uns so. Ja, sie war da. Sonst nur so. Da wir ja noch keine Waffe haben oder sowas. Aber in der Theorie. Bitte schon ganz nice sein. Ja, was ist da los? Kann ich denn die nicht wegreißen? Geht hier noch nicht, das geht hier noch nicht, okay. Hä? Jetzt kann ich eigentlich den hier nicht wegreißen, hier ist doch. Hier kann ich den. Nein. Achso, da fehlt auch alles hier. Oh Mann! Der ganze Wald ist hier weg. Also wir haben komplett einen Boden hier liegen. Wenn man mal einen Boden brauchst, dann nicht immer den neuen nehmen. Kill den Baum! Boah, ich finde immer die Animation immer noch so geil beim Holzfällen, muss ich sagen. Richtig nice. Ja, das stimmt. Die haben es ja schön gemacht. Ich will gar nicht wissen, wie viel Arbeit das war, für diese einzelnen Stücke da zu programmieren. Ich habe mir heute ein Video angeguckt von der GameStar, wie einer die Simpsons, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Game, Hit and Run, ja, das Neuauflage gemacht hat. Und boah, die hat gesagt, teilweise nur für die Einstieganimation, weil Hit and Run Simpsons, das ist so eine Art GTA in Simpsons-Welt. Ne? Ja, habe ich schon mal gesehen, ja. Noch nicht gespielt. Und
Er hat halt dann gesagt, nur für die Einstiegsanimation zum Beispiel, wie der Homer ins Auto steigt, hat er 3 Stunden gebraucht. Ach du Scheiße. Ja, Ja. da musste man Ja. überlegen, wie lang die ganze Kacke dauert, ey. Ist ja total behindert. Das war jetzt einer, der das dann gemacht hat, oder was? Das war nur einer, ja. Der macht das hobbymäßig. Der hat auch gesagt, jo, und das, was ihr da seht, weil das ist richtig gut gelungen. Also, holy shit, ne? Also, da muss ich ehrlich sagen, what the fuck. Ne, alles mit Unreal Engine 5 und alles Oh neu krass, gemacht. da kann Und der hat ja dann, ist das dann so eine Motto, das? Nee, der macht das hobbymäßig. Das ist ein YouTube-Kanal. Der macht das halt. Und das sind seine Videos. Das sind immer so seine Ja, aber das Projekte. Spiel kann man jetzt noch nicht runterladen dann was? Wirst du auch Oder nie wie können. ist Der hat extra gesagt, alles, was man hier sieht, wird man nie runterladen können, weil er keine Rechte an Simpsons hat. das? Ach so, er Der macht das macht für das sich nur dann. für sich, ja. Oh, Der krass, kann das dann okay. nicht verkaufen. So, außer natürlich, der Entwickler kommt her und sagt, jo, wir kaufen dir das Spiel, also wir kaufen dir das ab und veröffentlichen das. Ne? Krass, ja. Aber er darf es nicht zum Download freitun, weil er keine Rechte an die Simpsons hat. Richtig krass eigentlich. Dass du überhaupt das Video hochladen darf. Selbst da könnte er schon wahrscheinlich Probleme Nee, kriegen, das glaube wahrscheinlich. ich nicht. Nee. Ja Geht ja gut, ich mit. glaube, solange er kein Geld damit verdient, geht es, Eben, glaube ich, genau. damit. Also ich meine, Ja. Geld verdienen mit den Videos ist ja was, glaube ich, was anders. Wie kann das die ganze Zeit sein, dass ich die ganze Zeit so viel im Leben übrig habe? Das ergibt keinen Sinn. Ja, obwohl, Geld mit den Videos verdienen, weiß ich nicht. Ich kenne mich da Ey, nicht das ist aus, ja künstlerische Freiheit, oder? Das Geld mit seinen Videos verdient ja theoretisch nur Geld damit, dass er das ja macht. Also dass er das auf neu macht. Da naja. geht es ja nicht. Also das. Da kenne ich mich jetzt nicht aus, aber ich. Kaum. Ich glaube, wenn sie es drauf anlegen würden. Keine Ahnung. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Mit Urheberrecht und so. Nee, aber ich glaube, das machen sie nicht, weil ich glaube, sogar so wie ich es verstanden habe, hat sogar der Entwickler unter dem Video geschrieben: Nice work. Also, Ah, cool. amazing Ja, das finde ich work. eigentlich ganz cool, wenn dann die da eher so chillig sind und sagen, hey, cool. Ich jetzt dumm? Hier lag doch gerade ein ganzer Balken. Wo ist denn der jetzt schon wieder hin? Ey, Vielleicht ich hat habe der echt Kelvin das. ihn geholt und runtergeräumt. Oh, das ist ja lästig. Ja. Ja, die haben keinen Vorteil, aber ich glaube zum Beispiel Disney ist da, glaube ich, richtig ekelhaft, glaube ich. Ich glaube, die verklagen ja alles Mögliche. Na, das kann sein. Na gut, aber was für einen Mehrwert haben die Simpsons-Entwickler daran, einen Typen zu verklagen, der aus Spaß ein Spiel animiert? Weil die es ja theoretisch machen könnten. Weil das Spiel gibt es ja schon und er hat das ganze Spiel, was ja schon existiert, als Remake gemacht. Also er hat es aufgehübscht mit schönerer Grafik, bessere Animationen, also neu gemacht, ne? Und wenn er das natürlich neu macht und er damit Geld verdienen würde, könnten die ja sagen, hey, das hatten wir vor, wir haben ja die Rechte dran. Deswegen verlangen wir so gesagt Schadensersatz, weil das wollten wir machen. Wahrscheinlich hätten sie es nie gemacht, aber da geht es dann ums Genau. Prinzip. Aber solange es ja nicht veröffentlicht und nicht zum Download wird, kann das ja nicht, also macht er damit kein Geld. Er macht ja nicht mit dem Spiel an und für sich Geld, er macht ja mit seinen Videos Geld. Ja. Ja, aber ich glaube, war das nicht sogar so, also früher vor allem jetzt, wo so die Let's Plays aufgekommen sind, dass theoretisch die Spieleentwickler, Let's Player, das hätte verbieten können. Hat natürlich keiner gemacht, weil es Werbung war, aber die hätten das, glaube ich, verbieten können. Ja, können sie immer noch, wenn sie wollen. Genau, und das ist ja das Gleiche eigentlich, muss ich sagen, weil das Eigentum liegt ja dann bei den Ja. Entwicklern. Okay, wir haben immer noch ein Problem. Scheiße. Wieso? Ja, weil das über der Treppe muss auch schräg gemacht Ah. werden, weil da dieser Querbalken fehlt. Weil ich habe den gerade hingemacht, habe die Bretter draufgelegt und jetzt kann ich diesen Querbalken nicht mehr entfernen. Und das geht da nicht, da kommen wir die Treppe nicht hoch. Scheiße. Das ist natürlich jetzt problematisch. Scheiße. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gehört hast, aber Epic wächst anscheinend sehr stark. Und die machen das jetzt weiter mit diesen kostenlosen Spielen, wollen da jetzt aber weniger dafür größere Titel kostenlos anbieten. Oha, okay.
Bin ich mal gespannt. Ja, da bin ich auch gespannt. Ja, die kostenlosen nehme ich mit, aber ich werde definitiv niemals was kaufen. Nee, ich werde bei Epic auch nichts kaufen. Aber irgendwie nervt es mich, dass Epic das so wächst. Naja. Vor allem, aber das, was ich vielleicht noch sagen soll, Exklusivtitel nehmen auch sehr stark zu. Ja, ich werde aber trotzdem niemals nur wegen so einem Exklusivtitel, da haben sie mich als Kunden definitiv verloren. Ist einfach so. Ja, das ist eigentlich ein weiterer Grund zu sagen, nee, Epic definitiv nicht. Ah, wie geil eigentlich. Das ist eigentlich mega genius, Motherfucker. Das ist ja viel besser wie beim alten Game. Sehr nice, weil du kannst ja theoretisch auch einzelne Bretter rausnehmen. Ja. Und jetzt bei der Treppe habe ich natürlich jetzt wieder die Bretter einfach falsch rum reingelegt. Ist halt jetzt so, müssen wir wahrscheinlich mit leben. Das geht einfach nicht anders. Ne? Mhm. Aber wenn ich die jetzt voll ausfülle, ne, die Bretter, so wie es halt also voll mache, dann hast du immer noch Probleme, hoch und runter zu gehen, weil es ja sehr eng ist. Aber wenn du nur ein Brett wegnimmst, dann kommst du ja perfekt rein. Aber das, du musst ja, im zweiten Teil hast du ja so ein riesen Loch gehabt dann, ne? Genau, hier, das habe ich ja auch schon gehabt vorhin. Ja, deswegen ist man gut hochgekommen, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Das ist ja mega nice. Mega. Habe ich jetzt wieder eins zu viel? Ich kann das einfach nicht. Einfach aus Prinzip irgendwie mag ich Epic nicht. Ich finde Exklusivität zum Beispiel irgendwie kacke. Ich mag Epic nicht, weil erst angefangen hat es mit diesem Datenschutzleck. Das war ganz schlimm. Also die haben ja jeglichen Shit von dir geklaut. Also alle Daten, die waren ja richtig, die hatten ja Spionagesoftware und so eine Scheiße mit installiert, wenn du Epic installiert hattest. Da haben sie einen riesen Shitstorm abbekommen und dann mag ich Epic nicht, weil Epic mit diesen Exklusivtitel angefangen hat. Und ich will alles in Steam haben und ich finde es furchtbar viele Launcher zu haben. Ich finde genauso Ubisoft Connect, früher Uplay oder Origin oder die ganze Rotze finde ich ganz schlimm, finde ich lästig. Ne? Fand ich dann und sagen, okay, wenn die ihren eigenen Kram machen, zum Beispiel jetzt Origin waren halt nur EA-Titel, mei, das ist halt dann so, ne? Finde ich zwar schade, aber es ist so. Aber Epic will ja, der lockt ja die ganze Zeit mit diesen Exklusivtiteln und dann kannst du es zum Beispiel bei Metro Exodus war das so, glaube ich. Ja. Da haben die ja gesagt, ja, das Spiel kommt für ein Jahr exklusiv bei uns, für ein Jahr haben sie mich als Kunden verloren. Ich habe es ein Jahr lang nicht angefasst und nicht gekauft. Bis es auf Steam rausgekommen ist, habe ich es gekauft und gespielt. Weil ich es einfach auf Steam haben will. Wieso soll ich damit anfangen, 1000 Launcher zu haben? Ich meine, klar, die Gratis-Game nehme ich es auch mit und spiele es halt. Einen Gaul schaut man nicht ins Maul. Aber selbst mit dem, da locken die theoretisch einfach bloß. Also die haben, klar, es ist gut für uns, theoretisch, ne? Mit den Log-Angeboten wird natürlich für uns alles günstiger und besser und geschenkt und whatever. Ist ja auch gut, wenn irgendwie Steam Konkurrenz hat, aber sonst könnten sie ja machen, was sie wollen. Ne? Aber ich mag Steam einfach. Ich finde Steam sehr praktisch, übersichtlich, toll und Epic schon. Kriegt mich schon auf, wenn ich starte, weil ich in der Zeit kann ich mir einen Kaffee machen. Und zwar nicht aus der Kaffeemaschine, ich kann mir den Kaffee selbst mahlen, bis Epic gestartet hat. Ja, die stimmt. Diese Startzeit dauert echt lange bei Epic. Die ist unmöglich. Naja, vor allem, wenn es halt so eigentlich geile Spiele sind, wie zum Beispiel Metro, wo man halt sagt, oh, wäre schon geil. Man hat sich und dann, mega gefreut drauf, ja. Dann ist das auf Epic. Weißt du, du kannst es nur dort kaufen und dann mit dem Datenleck, ich wollte da nichts kaufen und ich sehe es einfach gar nicht ein, weil ich gern alles, ich mag mich frei entscheiden. Es ist ja okay, wenn eine Konkurrenz da ist. Wenn du dich frei entscheiden kannst, wo du es kaufst. Aber wenn die sagen, nö, wir zahlen denen mehr Geld, wir zahlen extra dafür Geld, dass es nur bei uns gibt, dann kann ich mich als Käufer nicht frei entscheiden. Da muss ich also entweder ein Jahr warten, so wie ich bei Metro gemacht habe, wenn es nur so ein Einjahres-Exklusivtitel ist. Ansonsten kaufe ich es gar nicht. Ist einfach so. Ich verzichte echt auf Spiele, wenn es exklusiv auf Epic ist. Kann der ich. Gleiche Kack war ja mit Ubisoft, mit Anno 1800 und jetzt auch Assassin's Creed und so. Und jetzt sind sie aber auch wieder zu Steam zurück, was ich wieder ganz nett finde.
Also man hat schon ein bisschen Macht als Verbraucher, sag ich mal. Einfach ein bisschen aussitzen. Und ich glaube, EA ist ja auch wieder ein bisschen auf Steam zurück, ne? Ja. Das ist eigentlich ganz cool, dass jetzt eigentlich Origin und Ubisoft Connect so ein bisschen in den Hintergrund wieder geraten. Nee, ich find's furchtbar. Ich nehme nur die Gratis-Games mit, mehr mache ich nicht. Upsala, das wollte ich nicht. Also ich koste Epic theoretisch nur Geld. Vielleicht verkaufen sie meine Daten, das machen sie bestimmt, damit machen sie bestimmt da wieder Geld. Ja, aber welche Daten hat man in Epic hinterlegt, ne? Solange du deine ganzen Rechnungsdaten nicht hast. Ja, E-Mail-Adresse. E-Mail-Adresse verkaufen soll. Weißt du, wie viel Geld die verdienen, wenn sie deine E-Mail-Adresse verkaufen? Wenn sie so ein Pool an E-Mails verkaufen. Ich glaube, da Ja, machst du schon klar. richtig Kohle. Ja, verkehrt hingelegt. Das Dach bauen, das wird jetzt noch spannend, muss ich sagen. Ja, da bin ich auch Krass. gespannt. Also wie viele halbe Hälften da rumliegen. Kann ich denn die nicht abbauen? Ich kapiere das nicht. Hier ist ehrlich gesagt nicht so ganz. Muss ich da? Da? Vielleicht? Ja, ne. Ja, also unten ist geplant ein Lagerhaus, also mit so Regalen und sowas, also mit Medizin, also so kleinere Sachen, wenn man irgendwie auf Höhlentour geht zum Beispiel. Und oben Wohnzimmer und zwei Schlafzimmer. Ja, weil mit diesem Seilrutschensystem konnte man es echt auf relativ kurze Zeit viel Holz herbringen. Viel besser wie im ersten Teil mit diesem Schieber da. Und ja. Kannst, Genau. ich kann diesen Boden hier nicht entfernen. Ich weiß nicht warum. Diese zwei hier. Kann ich nicht Und irgendwie beide hatten nicht wir entfernen. Bock, mal wieder auf ein größeres Bauprojekt, bevor wir jetzt dann wieder eine Höhlentour machen. Also ein bisschen die Story wieder weiterbringen. Kannst du die zwei Dinger da entfernen? Ich glaube, das ist bei mir verbuggt wieder. Die zwei Was hier. entfernen? Moment. Weil ich habe unten eigentlich überall Was Balken entfernen? drin. Die zwei, die schief sind. Also die falschen. Die zwei, wo du drauf stehst. Die Ecke hier und die da. Weil unten habe ich So. eigentlich. Da ist jeder Balken ist dran. So. Ach so, warte, vielleicht fehlt der Balken noch. Hier der Balken fehlt. Kann ich den überhaupt hinmachen? Außen vielleicht? Wäre natürlich jetzt ärgerlich. Vielleicht fehlt einfach dieser Balken. Jetzt müssen wir mal was ausprobieren. Oh Mann, was man immer alles macht fürs Schönbauen. Kellen, verpiss dich. Könnte schon sein, dass dieser Kackbalken hier fehlt, ne? Ja, kann ich mir auch verstehen, dass da einfach ein Balken fehlt.
14 machen? Immer noch nicht. Oh, man kann so frei bauen hier und auch wenn man mal was wegkreist und so, dass du es immer noch hast. Das ist mega. Diesen Balken. Ja, das muss nicht verliert. Ja. Dass der Balken gefehlt hat, das kann ich mir vorstellen. Mal kurz ausprobieren. Aber irgendwann wird es kompliziert, wenn du überall so Balken rumliegen hast. Das will man noch nicht entfernen. Hä? Da fehlt aber nichts mehr. Das hilft nicht. Da fehlt nicht hier noch ein Balken? Ach ja, der, ja, den habe ich komplett. Nee, dann musst du die anderen auch wegreißen, sonst geht's nicht. LOL! Verpiss dich! Oh mein Gott! Schnell weg, 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 weg! Dicker! Shit! What the fuck, wie viele sind denn das? Das hier ist. Oh nee, komm jetzt nicht hier! Komm her, du Sau. Ja, guck mal in den Busch links! Ach du Shit! Oh shit! Das sind richtig viele! Die greifen alles Gebäude an! Okay, da müssen wir unbedingt. Oh shit, ich brauch deine Hilfe hier. Mhm. Ich versuche einen Headshot zu machen. Wenn da nicht so viel rumwackeln würde. Ach komm, Leute. Bleib doch mal ruhig stehen. Oh Mann, dass du immer mir in den Weg rennen musst, Mann. Das ist wie ein Hand. Das ist ja richtig lästig. Nice. Lol. Alter, wie viele das sind. Hallo. Mann! Ja. Ja. Der Typ steht im Gebäude. Hab einen Headshot gemacht. Das sind die Roten übrigens. Zur letzten Folge in der. Die Spawner, komm. Ich muss erstmal aufräumen. Alter, wie viele das waren, ey. Eieiei. So. Ich muss schon sagen, die Roten haben eine gewisse Ähnlichkeit zu dir, ne? In Real Life. Kann die immer noch nicht wegtun. Nee, die Roten, die kann man nicht tragen. Nicht. Also halt die großen. Nein, die ich red den Boden. Den Boden kann ich immer noch nicht wegtun. Obwohl ich jetzt den. Scheiße. So. Wieso geht das nicht? Fehlt hier noch ein Querbalken? Nee. Versteh's nicht. Kann ich sofort unterkommen? Ich gehe davon aus, dass unsere Seilrutsche bald despawnt. Weil die wieder unseren Ding kaputt gemacht haben und das wieder in der Luft hängt. Also gehe ich einfach von aus, dass es bald despawnt. Warte mal, ich hab doch hier, bevor alles kaputt geht, ich hab doch hier irgendwo Reparaturhammer, wo ist denn der? Das muss er. Hallo. So eine Stütze dann gebaut hast. Ja, ich habe einfach nur den Balken weggelegt. Das war halt der Zufall, dass der da. Der ist jetzt safe, also das muss jetzt weggehen. Ich kann es aber noch nicht entfernen. Oh Mann. Kann sie nicht entfernen. Es geht einfach nicht. Ja, warum vielleicht oben einfach zu viel drauf liegt?
CD. Mal auf gleich aufhängen. Das ist noch gut. Freud Flash Collect. So, anscheinend. Das ist noch gut. Jetzt. Okay, also wenn oben, ich konnte es nicht tun, weil oben was drauf lag. Okay. Einfach. War jetzt aber ein Aufwand, leck mich am Arsch, ey. Strange. Wieso kann ich den Balken jetzt ja nicht weg tun? Naja. Welchen? Den hier. Nicht? Aua! Alter, jetzt bin ich wieder fast tot, Alter. Dieses Bausystem bringt mich irgendwann mal um. Ah, aber das Bausystem hat auch was, muss ich sagen. Ja, mega nice, also. Och nee, wieso? Und so. Kann ich den hier jetzt noch entfernen? Nice, kann ich entfernen hier. Sehr schön. Den hier möchte ich auch entfernen. Zack. Alles auch ein bisschen kompliziert. Also wenn du da so einen Fehler machst, kann es sein, dass du mal so ein paar Wände wieder wegreißen musst, bis du zu dem Punkt kommst, der eigentlich nicht stimmt. Ne? Ja, aber man kriegt das Holz wenigstens. Ja, sofort. Das ist geil halt. Du musst es halt wegbauen und wieder hinbauen. Ne? Also das ist halt ein bisschen realistisch gedacht. Weil... Kann ich den auch weg? Nein, den wollte ich nicht weg. Ich wollte den hier weg. Nein, den. Nein, den. Nice, ich kann den auch weg tun. Ich muss echt die ganzen Dinger da wegbauen. Weg, oh shit. Nice, kann ich auch weg tun. Fuck. Kann ich auch weg tun? Ne, halt, das überhaupt keiner. Das kann er, das kann er, das kann er. Das kann er, das kann er, das kann er. Das kann er. Perfekt. Und nein! Mann! Was? Ja, ich wollte halt gerade. Ich hab grad so zwei Dinger gehabt und stand hier und wollte es da drauf tun. Dann bin ich mit der Maus verrutscht und eins hoch. Und dann hat er das auseinandergehakt und hat das aufgefüllt. Oh, ach Mann. Und jetzt habe ich wieder eine Hälfte mehr, Alter. Das passiert die ganze Zeit. Wir haben recht viel für den Boden dann irgendwann mal. Haben wir schon mal welche vorproduziert oder für Feuerholz oder so? Energy Target Pills. Okay. Dann echt mal gucken, was wir mit dem, wie das mit dem Feuerholz funktioniert, weil war mal übernimmt das ganze Überhand mit diesen ganzen Hälften da. Ja. Ja, ich habe jetzt die Hälften mal für unsere Treppe hergenommen. Mhm. Mir ist gerade ein Balken runtergefallen. Ah ne, der liegt hier. Wieder dunkel, Mann, wie schnell es dunkel wird, das ist ja geisteskrank. Kommt es mir echt wieder schneller vor? Nee, nicht. Was? Aber dann so richtig dunkel, weißt du, so dunkel ah. Wird es einfach mal. Ja, ja. Nicht so ein bisschen dunkel, sondern dunkel. Dunkel. Tor schließt. Wir müssen ein bisschen mit dem Essen aufpassen, glaube ich.
Achso, ich wollte ja eigentlich jagen gehen jetzt. Diese Runde, scheiße, habe ich vergessen. Ist ja aber kein Problem, also. Easy peasy. Ja. Wäre halt ganz cool, wenn man auch so wieder so größere Beete irgendwie bauen könnte. Ja, aber das kommt vielleicht noch alles. Das bin ich fest von überzeugt. Ja. Denke ich auch. Oh nice, das war One-Shot. Ich hab's gesehen. Kann es sein, wenn man schleicht, dass man so Schleichschaden macht irgendwie? Nee, ich hab's auch schon probiert, aber ich glaube, da ist so ein Kohlefaserbogen, Pfeil. Ah. Drin. Ja, nice. Die sind natürlich mega OP. Mag ich. OP-Sachen mag ich. One-Shot-Sachen. I like it. Ooh, yeah, ooh, oh, shit. Yeah. Nein, mein Pfeil. Mein Pfeil ist wichtiger. Das ist verloren. Pfeil, wo bist du? Oh Mann, weil du mal euch geh woanders hin. Ganz ehrlich. Reh bleibt da. Reh bleibt da. Oh, da richtig viele Rehe hier. Uiuiui, wo fliegt denn der? Scheiße. Gedruckte Kohle. Oh nein, was? Wie viele was? Da wieder sind? Ich glaube, es hakt. Oh. Nicht schon wieder. Ja. Sag mal, wie oft greifen die denn an? So, das war etwas. Das ist ja geisteskrank. Oh geil, aber die Spitzen hier sind mega. Die Spitzen hier sind richtig. Ja, geh mal auf die andere Seite, da ist auch einer. Das sind zwei, drei fette Rote jetzt verreckt an den Spitzen. Ja, der hat hier schon die Wand kaputt gemacht. Der wollte gerade sagen, lol, der ist ja drin. Ah nein, daneben geschossen. Bleib halt ruhig, du Motherfucker. Nein! Oh, Headshot. Was sagen Sie, die One-Hit, ey. Shit. Hm? Ja, die Spitzen müsste man eigentlich, ich glaube, da muss ich mich auch mal drum kümmern. Ja, aber das ist halt so nervig, die jetzt, wenn die Mauer schon steht, zu bauen. Ja gut, dann machen wir die halt mit so einem Meter Abstand. Nee, ja, vielleicht. Ja, vielleicht, ja stimmt, aber ich glaube nicht. Aber mal mit so einem Meter Abstand ist ja auch nicht schlimm eigentlich, oder? Ja. Ja, eigentlich. Passt das schon, ja. Ja eigentlich stimmt eigentlich, da kann, die müssen ja nicht direkt dran sein. Ja. Das werde ich mal in Angriff nehmen, aber ich mag hier erstmal das zweite den Boden richten und dann kannst du da weiterbauen. Der Boden war jetzt ein Riesenakt hier. Schaut das aus von außen. Ja, wäre schon schön, wenn er hier ist. Ja. Zack. Überrascht, dass die Zellrutsche noch da ist. Ja, ich auch. Schon wieder die Folge beenden sind. Oh, es sind schon wieder 40 Minuten und mehr. Als ob die jetzt weggehen, oder was? Ja, gut. Bisschen random. Nein, bleib da. Das macht schon richtig Bock, das Bauen, also das macht schon ein bisschen süchtig. Aua, du Sau. Bin ich wieder angegriffen? Warum kann
Kann man die alle jetzt nicht entfernen hier? Ah! Hier unten ist wieder so ein fetter Typ. Ja, lauf rein, lauf rein. Boah, der kann durchlaufen. Das ist jetzt belastend. What the fuck? The fuck? Man kann durchlaufen, das ist schlecht. Naja, schauen wir mal, vielleicht kann man die dann noch ein bisschen länger gestalten. So, tada. Ja, warte mal, kann ich hier vielleicht noch ein bisschen enger stricken hier, dass man hier nicht durchkommt? Ja. Zack, machen wir so. Ich überlege gerade, ob es eventuell reicht, um unsere Villa nur diese Stecker da zu machen. Mhm. Oder willst du da auch nochmal Palisade drüber bauen? Weiß ich nicht. Ja. Irgendwann mal wollen wir vielleicht die ganze Palisade, also die so erweitern und dann drinnen halt weg rein, dass wir einfach das ganze Haus in unserem Dorf drinnen sind. Können wir auch machen, ja. Das ist vielleicht auch eine Idee, was man machen könnte. Ja. Was in der Richtung? Ja. Stein sammeln. Oh, da ist nochmal ein Lederbeutel. Hinten röchelt schon wieder jemand. Wieso kann ich diesen Balken hier nicht entfernen? Das ist immer. Lauf nicht weg. Boah, genau jetzt hat er sich bewegt. So. Kann ich mal auch nicht entfernen. What the fuck? Hast du das auch gehört? Ja, das war ein komisches Geräusch. Lass das Shit. Aber komm mal her, ich muss die Folge beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Ciao. Tschaikowski.